Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Wirtschaft TV hier aus der Deutschen Börse in Frankfurt. Bei mir ist Robert Halver, Finanzmarktexperte bei der Baader Bank. Schön, dass Sie da sind, Herr Halver. Ja, man sieht die Märkte in Deutschland, in den USA, alle ordentlich unterwegs. Gibt es denn dieses Jahr gar keine Sommerpause? Es gibt keine Sommerpause, weil viele Risiken, die wir gesehen haben, noch im ersten Halbjahr, Frühjahr zum Beispiel China, dass die Wirtschaft zusammenbricht, dass der Brexit große Probleme macht, dass es Zinserhöhungen in den USA gibt, das sehen wir alles nicht und das entspannt die Märkte. Wir haben zwar sicherlich keine gute Konjunktur, auch weltkulturell ist einiges im Argen, aber solange die Chinesen nämlich nicht vollkommen zusammenbrechen, hat keiner große Angst, dass man in einer ohnehin alternativlosen Aktienzeit an Aktien vorbeikommt, denn nach wie vor Zinsvermögen ist so schlimm von Renditen, da bekommt man Bauchschmerzen. Das Geld, was jetzt in die Märkte fließt, ist das Geld von den Anlegern oder ist das mehr Geld von den Notenbanken wie der Europäischen Notenbank, der Bank of Japan oder auch der englischen Notenbank? Der Anlagenotstand ist ja weit umfassend bei Privaten, aber auch bei den Vermögensverwaltern. Die waren lange Zeit abgesichert, aber die haben jetzt ihre Sicherungen rausgenommen, weil sie gemerkt haben, da droht kein großes Ungemach. Ich will zwar jetzt nicht behaupten, dass wir jetzt mühelos weiter ansteigen, wenn schon höhere Volatilitäten haben. Wir haben natürlich Risiken, aber die werden immer etwas ruhiger jetzt gesehen, weil man sagt, ich habe ja keine Alternative. Und immer wieder ist ja der Blick wichtig auf die Vermögensverwalter. Was sollen die mit neuem Geld machen? Eine Staatsanleihe aus Deutschland mit negativer Rendite kaufen, das geht leider nicht. Ja, und Unternehmensanleihen werden auch immer mehr von ihren Renditen her aufgefressen. Und die EZB hat noch andere Dinge vor. Demnächst kauft sie vielleicht noch Aktien. Das ist ja durchaus eine Diskussion im Moment. Also das heißt, ich muss bei Aktien mit dabei sein. Heißt das für Anleger, ist es jetzt auch noch der richtige Zeitpunkt einzusteigen oder sollte man warten, bis vielleicht noch mal so ein Rücksetzer kommt? Es bleibt volatil. Es wird noch Rücksetzer geben, die kann man abwarten, aber Sie wissen jetzt, was kommt. Das regelmäßige Ansparen bleibt die Königsdisziplin. Bevor man sich irgendwelche schwierigen Gedanken macht über Strategien, regelmäßiges Ansparen, das zeigt sich immer wieder, macht längerfristig einen guten Anlageerfolg. Sparen heißt? Sparen heißt regelmäßig Aktienansparpläne für sich zu nutzen. Die gibt es ab 25 Euro überall. Man kann auch mehr machen und wenn man das durchhält längerfristig, man macht sehr wenig falsch. Auch wohlgemerkt glaube ich nicht, dass die Aktien einen markanten Zusammenbruch erleben werden. Dazu ist einfach die Angeschlagenheit auch unserer Welt viel zu groß, der Finanzwelt. Auch die Notenbanken haben kein Interesse daran, dass Aktienmärkte zusammenbrechen. Denn das wurde dann ja wieder in der Boulevardpresse und bei Sendern als der große Tsunami dargelegt. Die Konsumstimmung wäre dann in Europa noch schlechter. Das wird nicht passieren. Robert Halver, vielen Dank. Ich hoffe, Sie hatten eine kleine Sommerpause, wenn auch der DAX durchgeackert hat. Dankeschön für Ihre Ausführungen und liebe Zuschauer, Dankeschön für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft TV.